das grüne Gold. In diesen Tagen wird es geerntet. Ein Jahr harter Arbeit liegen hinter den Hopfenbauern Christine und Hans Zandl aus Weichenried im Landkreis Pfaffenhofen. Früher war ein Hopfenbauer was, also ein Glas höher, aber heute ist er genauso wie jeder andere Landwirt da. Und dennoch gilt bis heute, Hopfen ist eine ganz besondere Pflanze. Und der Geruch noch beim Hopfenzupfer, das ist einmalig. Und das Bier trinke ich gleich auch gern. Doch bis der Hopfen für das Bittere im Bier sorgt, gibt es viel zu tun. Im Frühjahr werden die Drähte in den Hopfengärten in den Boden gesteckt. Ein Draht für jede Pflanze. Und während nebenan der erste Spargel gestochen wird, wird der Hopfen gekreiselt, wie die Bauern sagen. Unerwünschte Triebe werden abgenommen und zugleich wird die Erde gelockert. Mittlerweile steht der Maibaum in Weichenried, wo es noch 9 Hopfenbauern gibt. In seinen Hopfengärten braucht Hans Zandl jetzt polnische Aushilfen. Also wir werden jetzt Hopfen anleiten, Hopfen ausputzen. Wir brauchen an jedem Draht brauchen wir 3 gleich große Triebe hier, 3 schöne gleich große. Das restliche Grün, das muss weg, dass die 3 Triebe, wo am Draht sind, dass die mehr Kraft haben, dass die besser wachsen. Rund 140.000 Pflanzen wachsen in seinen Gärten. Es geht schon ans Kreuz und ich knie ein bisschen. Also ist schon ein bisschen anstrengend. Sauber und schnell wächst der Hopfen in den nächsten 3,5 Monaten in die Höhe. Bis zu 30 cm am Tag. Man könnte ihm beim Wachsen zuschauen. Man sieht, wie er früher rauskommt und nachher wieder jeden Tag wächst, wie er wegwächst. Und nachher bis zur Ernte. Das ist einfach, da sieht man, dass man was geleistet hat. Also man muss schon dahinter sein. Deshalb muss sie auch gleich wieder los. Denn regelmäßig müssen die Pflanzen gespritzt werden. Die großen Monokulturen, die es gerne feucht lieben, sind anfällig für Mehltau oder die Spinnmilde. Der Hopfen, so versichern die Bauern, sei rückstandsfrei. Das werde aufwendig und fortwährend kontrolliert. Entscheidend für die Ernte sind die Monate Juli und August. Da muss es feucht und nach Möglichkeit nicht über 30 Grad heiß sein. So wie in diesem Jahr. Die Ernte verspricht nach den Prognosen des Hopfenpflanzerverbandes überdurchschnittlich gut zu werden. Seit einer Woche ernten auch die Zandls. Neffe Tobias fährt 3 Wochen lang die Ernte ein, während sich Hans und Christine gemeinsam mit 4 Arbeitern um die Weiterverarbeitung auf dem Hof kümmern. Denn bei den großen Erntemengen muss alles Hand in Hand gehen. Die abgeschnittenen Reben werden in die Hopfenpflückmaschine eingehängt. In der Maschine werden die sogenannten Hopfendolken dann vom Rest getrennt und kommen gleich in die Darre zur Trocknung. Hans Zandl und die 930 anderen Hopfenbauern in der Hallertau sind in diesem Jahr recht zufrieden. Gute Ernte, Qualität ist gut, Menge passt auch. Das ist wichtig, denn im letzten Jahr war die Ernte katastrophal. 2,5 Stunden trocknen und der Hopfen hat nur noch 10% Feuchtigkeit und wird in große Ballen um die 60 Kilo verpackt. Die Zandls haben die Ernte fast eingebracht, doch die Arbeit geht weiter. In den nächsten Monaten werden die Hopfengärten wieder auf Vordermann gebracht und neue Drähte gespannt. Und dann geht das Hopfenjahr von vorne los.